Guten Morgen, Tag 4 der Reise. Es ist ungefähr 9 Uhr. Wir haben schon 21 Grad. Wird wohl richtig warm heute. Wenn ich zur Nordsee gucke, da ist gerade mal wieder Ebbe. Ich bin auf dem Weg nach Dangast, mache einen Corona-Test. Beim nächsten Eincheck brauche ich den ja wieder. Und dann habe ich den schon mal. Ziel für heute ist das Butjadinger Land. Da habe ich mir zwei Ziele ausgeguckt, Totzens und Butjadingen. Ja, ich bin in Totzens angekommen, in der Nähe von Center Parks, da stehe ich auf dem Parkplatz. Ich gehe jetzt mal los, ihr könnt mitkommen, schauen wir uns das mal hier was an. Look out, here she comes. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that. Ja, das war Center Parks in Totzens. Touristische Komplettverpflegung, alles da, was man braucht und was man nicht braucht. Möchte das gar nicht weiter kommentieren. Wem es gefällt, der sei hier willkommen. Ich fahre jetzt weiter nach Butjadingen-Buhafe und schau mal, was die Orte zu bieten haben. Genug gefahren für heute. Mittlerweile 31 Grad. Wir haben ca. 15 Uhr. Das ist schon heftig. Ich habe einen Stellplatz gefunden in Fedderwader Siel. Bei Butjadingen ist das. Und zwar stehe ich hier beim Butjadinger Yachtclub. Sehr angenehmer Stellplatz. Sehr freundlicher Empfang vorne am Eingang. Platzanweisung kostet 12 Euro, 2,50 Euro Strompauschal. Wenn man so viele Geräte hat wie ich, die geladen werden müssen, in Ordnung. Den Platz werde ich mir gleich mit euch zusammen genauer anschauen. Dann zeige ich euch, wo wir hier sind, wie es aussieht, wie es gelegen ist. Und danach gehe ich noch ein wenig in den Ort Fedderwader Siel. Hatte ich vorher auch noch nie gehört.
Aber soll schön sein. Ja, dann kommt doch mit. Der Stellplatz liegt direkt an einem Yachthafen, wie der Name schon sagt. Und mit ein bisschen Glück steht man in der ersten Reihe und hat einen schönen Blick auf die Nordsee. Wenn man natürlich erst nachmittags kommt und auch nur eine Nacht bleibt, dann steht man eher in der dritten Reihe. Ist aber nicht schlimm, ich bin ja eh meistens weg. Auch für die Kleinen ist etwas für Beschäftigung gesorgt. Hier ist die Anmeldung. Dann geht man zu dem Platzmeister, der weist einen ein. Oder man verhandelt, welchen Platz man bekommen könnte. Sanitäranlagen sind auch vorhanden, kosten aber Aufpreis. Die habe ich nicht gebucht, kann dazu also auch nichts sagen. Im Hintergrund ist der Hafen von Bremerhaven zu sehen. Soweit zu diesem Stellplatz. Jetzt gehe ich in den Ort von Vedderwader See. Da dürft ihr gerne mitkommen. Hier ein Blick auf die richtige Einfahrt. Direkt nebenan ist noch ein Campingplatz. Ich war aber auf dem Butjadinger Yachtclub-Gelände. Ich mache noch eine kleine Radtour nach Buhafe und diese Lagune, das schaffe ich heute noch. Auch da seid ihr eingeladen. Aufnahmen von heute hier hochgeladen, gesichert auf meinem PC, das Wichtigste erledigt für heute Abend. Ja, schöne Ecke hier, Butjadingen, schöner Stellplatz, nettes kleines Dorf. Buhave war auch nicht so übel, ein Campingplatz, ein Stellplatz am anderen. Ja, ist in Ordnung. So, der Tag für heute ist beendet. Morgen geht es weiter. Dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Hinter mir seht ihr normalerweise Bremerhaven, ist heute Morgen etwas im Dunst verschwunden. Da fahre ich aber jetzt dran vorbei. Mein nächstes Ziel ist Cuxhaven, einer der bekanntesten Wohnmobilplätze, die es gibt, die Platte. Ja, was uns da erwartet, schauen wir mal. Thank you.
angekommen auf der Platte. Ein Platz, von dem ich schon sehr viel gelesen und gehört habe. Jetzt habe ich immer selber vor Augen. Ich habe einen Platz am Außenrand mit Blick in den Yachthafen bekommen, wie ihr da sehen könnt. Ich mache jetzt aber mal so, damit ihr mich sehen könnt. Gleich werde ich mal eine Runde über den Platz machen, was es hier so zu sehen gibt. Wohnmobile Unmengen, die Sabine Reisemesse hier, die Ausstattung. Ja, hier vorne sind 4 Steckdosen, die aber alle belegt sind. Stehe ich jetzt erstmal ohne Strom hier. Wie es mit Entsorgung und dergleichen aussieht, ich schaue dann gleich mal. Danach werde ich in die Stadt gehen, mir ein bisschen Cuxhaven anschauen. Als erstes aber in die Richtung zur alten Liebe. Hier bei der Information gibt es auch Gasflaschen im Tausch. Und hier die Front zur See hin ist alles gut belegt. Ja, und mit 17 Euro pro Tag ist man dabei. Über diesen Platz sind wir vorhin reingefahren. Ist wohl ein Ausweichparkplatz, der hier mit zur Anlage gehört. Und hier vorne Platz für Hänger abzustellen. Und weitere Plätze. Vorstellbar, dass dieser Stellplatz irgendwann mal voll sein sollte. Die Parzellen sind groß bemessen und die Größe des Platzes stört mich eigentlich gar nicht. Die unmittelbaren Nachbarn hat man immer, ob der Platz 10 Stellplätze hat oder 100. Das macht keinen Unterschied. Soweit meine Eindrücke. Aber da denkt sicher jeder anders, gerade bei diesen großen Plätzen. An der Einfahrt zum Stellplatzgelände, den sieht man ganz im Hintergrund, ist die Entsorgungsanlage. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can. 'Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt.
Ja, jetzt haben wir schon Tag 6 der Reise. Ich bin neu in Cuxhaven, bin gestern Nachmittag die Runde gegangen am Hafen, was interessant war. Werde ich gleich mit dem Fahrrad fortsetzen, weil das ist ja sehr weitläufig da. Und so geht es auch weiter heute, mit dem Fahrrad ein bisschen in die Umgebung, Kugelbake, Dunen, den einen oder anderen Stellplatz angucken noch. Immer gut, wenn man sich auskennt. Ja, und gleich geht es los. Schon wieder sehr warm. Habe schon mal alles dicht gemacht hier. Aber auf dem Fahrrad hoffe ich ein bisschen Wind um die Nase. Das geht dann schon. Also, aufbrechen. Tja, dann geht's los. Werfen wir nochmal einen Blick über den Platz. Ganz schön voll wieder mal hier. Bis hin zum umgebauten Omnibus, alles vertreten hier. Hier an der Schleuse befindet sich ein weiterer Stellplatz in Cuxhaven. Etwas kleiner wie der drüben am Fährhafen. Heißt auch Stellplatz an der Schleuse. Auch im unteren Bereich direkt am Kai sind noch ein paar Stellplätze. Das mit einem recht schönen Blick. Für die Anmeldung nimmt man sich hier so einen Zettel und schmeißt ihn in den Briefkasten. Nicht ganz locker gehandhabt. Dann kommt dann der Platzwart und übergibt die Kurkarten. Für einen Stellplatz in der Stadt sieht das doch hier ganz gut aus. Ja, der Preis liegt hier bei 20 Euro plus Kurtaxe. Während wir drüben am Fährhafen 17 Euro inklusive Kurtaxe bezahlen. Nächster Wohnmobilstellplatz an der Kugelbake. Tagespreis von 9 Euro. Dem Schild nach ist wohl Abwasserentsorgung möglich, ansonsten ist dort nichts erwähnt. Wer eine Fischbrötchen und dergleichen mag, da vorne ist eine halbe Straße. Laden am anderen. Auch in Dunen gibt es einen Stellplatz. Scheint voll belegt zu sein. Ja, scheint sehr groß zu sein. Der Andrang ist nach wie vor groß. Oh, das ist wie Raschauer in der Stadt. Aber alles will nach Cuxhaven anscheinend. Die Nordsee lockt. Gleich wieder ein Stück Seebäder drin.
Gestern lag dann noch ein Schiff, das ist jetzt weg. Das kann man wahrscheinlich sehr gut gucken. Ne? Schaut euch das an. Ja, mit dem Fahrrad war ich eben unterwegs. Das war ja so eine Art Stellplatzrunde. Ausgehend hier von der Platte, wo ich stehe. Oder auch Wohnmoorplatz am Fährhafen genannt. War ich zuerst Richtung Hafen. Dort ist der Stellplatz an der Schleuse. Bin ich wieder in die Richtung gefahren. Ganz oben am Eck an der Landzunge gibt es einen weiteren Stellplatz und dann in Dungen. Ganz andere Welt. Hier Hafengegend, Schiffe gucken, dort Strand. Touristisch geprägt. Ja, welcher Stellplatz wäre euer Geschmack? Vier habe ich vorgestellt. Es gibt dann noch einen, ein bisschen im Inland, da war ich nicht. Ich mache immer nur so grobe Bilder vom Platz, einen Eindruck vermitteln. Was dann nun der Strom kostet im Einzelnen, das kann man in der App besser nachlesen. Aber einen Überblick verschaffen, das mache ich ganz gerne. Also so eng wie hier die Boote liegen, naja, da habe ich noch keinen Wohnmoorplatz gesehen, wo es so eng so geht. Ja, was hier den ganzen Tag so die Elbe rein oder rausfährt, ist schon beeindruckend. Kommt ja ein Schiff am anderen hier. Elf aufwärts sehen Sie das Rowboot und Frachtschiff Zeelandia Seaways. Auf der Fahrt von Immingham in Großbritannien nach Cuxhaven. Das Schiff ist 197 Meter lang, hat eine Breite von 26 Meter und zurzeit einen Tiefgang von 6,40 Meter. Es folgt im Aufwärts das Fracht- und Rohrschiff Blücher. Auf der Fahrt von Antwerpen nach Hankow im Finnland. Mit diesem Blick auf Cuxhaven verabschiede ich mich. Morgen geht es wieder weiter. Geplant ist, dass ich nach Stade fahre. Aber schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal Fußball gucken. Deutschland spielt heute gegen Portugal. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich mal das Fernsehen anmache im Wohnmobil. Dann bis morgen.